irgendwie einfach Lust auf Tristana. Ich pick die jetzt einfach. Ist auf jeden Fall gegen die beiden schon mal ganz gut. Fleet Footwork Heal geht runter. Legend Blood. Boah. Boah. 33% Nerf. Ah, warte. After reaching maximum Legend Stacks, increase your max health to. Also, by 100, nicht 200, ne? Ja, das ist actually ein gutes Tristana-Game. Kann man Tristana Lethal Tempo spielen? Ich hab keinen Bock mehr auf Hail of Blades. Nee, war kann man nicht. Schade. Ich meine, die 100 Bonus-HP sind actually ganz nice. Also einfach 2% Lives hier runter auf allem. Das ist wieder so ein Ding, verstehe ich die Nerf, machen Sinn, aber macht das wirklich einen Unterschied? Also außer bei Bloodline. Ich glaube, Bloodline ist schon echt ein harter Nerf. Ja, das wird echt ein hartes Game. Was ist denn eigentlich unsere Teamcomp für ein absoluter Dogshit? Die haben kein Dingens gepickt, ne? Kein Exhaust gegen mich. Mhm, wie unerwartet. Mit Tristana W kann man ja auch Blitzcrank Hook dodgen, so wie mit Ezreal, falls ihr das nicht wusstet. Funktioniert genauso, ihr müsst einfach nur buffern. Hä? Das war ziemlich sehr random, ehrlich gesagt. Ich habe halt keinen Exhaust. Also wenn der Blitzcrank Hook misst, können wir die, glaube ich, komplett umfahren. Ich dachte tatsächlich nicht, dass er trifft, deswegen habe ich nicht gebuffert. My bad. Ich werde gleich auf die nächste Wave mal recoilen. Kommen wir ohne Pot wieder. Ist ein bisschen cocky, aber in der Lane auch nicht wirklich schlimm. Oh! Es ist so traurig, wirklich. Hm. Ich glaube, es wird hier ein Double Kill Nocturne werden. Und er meint, Nocturne ist top. Kein Mana für Ult gehabt. Der ist unglücklich. Mensch, ich habe auch schon gedacht, oh Mann, der wird bestimmt überleben mit 5 HP oder so. Ich habe mich mental schon darauf vorbereitet, sauer zu sein, dass der Blitzcrank nicht stirbt. Wir haben halt legit so 5 Mana gefehlt oder so. Das geht nie gut. Oh mein Gott. Wenn er da gehuckt wird, ist einfach dead, ne? Warum hat mein Ult eigentlich so viel Cooldown? What the fuck? Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo Nocturne ist, ne? Und Jungle ist gerade schon echt gut dabei. Ich will jetzt nicht Botlane für einen Flip-Play gehen, wo der Nocturne da ist und dann kriegen die da irgendwie viel Ressourcen. Das ist nicht so meins. Guck mal, dass ich den runterrenne hier. Ah, hat er gut gemacht. Tschüss. Ah, mal wieder so eine saftige Tristana-Meter. Habt ihr da Bock drauf? Das ist einfach ein ganzer Tower für uns. Ich hab keine Ult mehr. Nice, good job. Ja, ich muss sagen, jetzt wo ich wirklich, also wo halt jetzt eine ganze Weile Jinx-Meter, Aphelios-Meter, Whatever-Meter war so, Hyper-Carries, die immobil sind, du spielst ja wirklich ein anderes Game, wenn du einen Champion spielst, der sich selber peelen kann. Das ist schon krass. Zeigt aber auch nochmal, wie OP Jinx eigentlich ist, ne? Weil normalerweise ist Jinx so ein Champion, die Schwächen von Jinx sind ja eigentlich genau das, was in Solo-Queue halt gut abused werden kann. Und ist einfach trotzdem egal. Wenn halt so Champions wie Tristana, die sind ja eigentlich wie gemacht für Solo-Queue. Weil du halt... Wie konnte er auf mich raufspringen? Ich hab extra gepinkwardet. Ich hab zu spät gepinkwardet, ne? Ich hätte eine Millisekunde früher pinkwarden sollen. Hat der Nocturne einfach ein bisschen besser gespielt als ich. Und gecancelt. Nice. Boah, ich hab hier so den Arsch gerettet, weil ich die... Weil ich die Tower getankt habe, wollte ich gerade sagen. Schnell weg, Geist. Nocturne Ult. Jinx oft gebannt in Master Plus? Ja, schon sehr oft gebannt, würde ich sagen. Also Zeri hat immer noch höhere Bannrate, weil die Leute halt jetzt erstmal eine Weile gelitten haben.
Haben die das gechanged? Man kann nicht mehr mit den F-Tasten Dingsen. Ich glaube, Zeri wird halt auch einfach legit von jedem Spieler gebannt, der es gewohnt ist. Also der halt ein Champion spielt, bei dem es normal ist, eigentlich den AD Carry permanent zu one-shotten. Es gibt so ein paar Champs, wenn es auf einmal nicht mehr geht, explodiert halt dein Gehirn so. Keine Ahnung, du bist Qiyana-Spieler und auf einmal kannst du nicht mehr den gegnerischen ADC runterrennen. Was machst du denn? Aber stell dir vor, du bist Nocturne-Main und dein ganzes Gameplay besteht daraus, sich am AD-Carry hochzufeeden. Und auf einmal springt der AD-Carry einfach jedes Mal über eine Dreckswand und du kannst dich nicht hochfeeden und denkst dir, ja, was mach ich jetzt? Ja, diese Jumps sind unnötig. Sollte ich nicht machen. Macht mich nur angreifbarer. Mit Lulu fühlt sich Tristana auch sehr unfair an, aber du solltest ja nicht durch die Lane kommen mit der Lane. Tristana Lulu ist in Laning Phase echt useless. Ich erinnere mich an ein Game, wo wir mit Spin war das noch, Prime League Playoffs gespielt haben. Da haben wir auch Tristana Lulu gespielt, weil wir dachten, okay, wir wollen den Hyper Carry haben mit Lulu, mega geil. Da haben die gegen Blitzcrank gespielt auch, aber nicht Ezreal, sondern einen nützlichen Champion. Und das Problem ist halt wirklich, dass ich sagen würde, normalerweise solltest du nicht durch die Lane kommen mit der Botlane. Tristana fett zu sein, fühlt sich schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Habe ich jetzt meine Geschichte zu Ende erzählt? Ich weiß nicht mehr. Meine Geschichte war, wir haben Tristana Lulu in Prime League Playoffs gespielt mit Spin und haben aufs Maul gekriegt. Und dann dachte ich mir, was ist Lulu Tristana für eine scheiß Lane? Habe ich jetzt die Wave eigentlich noch gepusht? Für Infinity Edge in Base. Ich kaufe mir Stopwatch. Einfach weil ich es kann. Ich glaube, ich will aus Base nicht mehr springen. Das ist jetzt schon zweimal so gewesen, dass ich in der Mitte war und gerne meinen Jump gehabt hätte, aber der noch 12 Sekunden cooldown hatte. Du sparst, keine Ahnung, mit Homeguards sparst du vielleicht eine Sekunde, wenn du aus der Base rausspringst. Das ist mehr so ein Feel-Good-Ding. Keine Ahnung, ob ich da geflasht habe, anstatt einfach zu wehen. Hat sich cooler angefühlt. Kann ich schon über die Wall hitten? Nee, du brauchst 620. Ich glaube, du brauchst 600. Caitlyn kann über die Wall hitten, ne? 650. Stark Smite. Wenn du dich als AD Carry vom Blitzcrank gucken lassen kannst, als Free Engage, dann weißt du, du bist fett. Ja, ich habe Finger schon auf Stopwatch. Ist vielleicht ein bisschen risky hier zu pushen, ne? Ich bin 700 Gold Shutter wert. Eigentlich will ich nicht alleine Sidelane spielen. Macht, glaube ich, egal, was wir machen. Der sieht relativ gewonnen aus. Ich wollte gerade springen, aber Blitz. Nein, er wäre doch explodiert. Ah. Scheiße. Der Essen wäre safe geplatzt noch. Aber es war ein schönes Game. Hat der Nocturne einfach ein bisschen besser gespielt als ich.